Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir und den Thomas. Heute in der 37. Folge ist mal wieder angesagt Abonnenten-Review. Eine Abonnenten-Review, ja, sagen wir es so. Und ich würde auch sagen, ich werde gleich mal welche besuchen. Nee, leider nicht. Hi YouTube. Hallo Simano TV. Egal. Sag Name. Player Geddon. Es wissen immer noch nicht alle aus meinem Clan, dass ich auf YouTube aktiv bin. Naja, die meisten sind ja auch Ü18, naja, nicht alle. Eigentlich weniger als die Hälfte, glaube ich zumindest. Okay. Ja, und ich würde auch sagen, ich werde jetzt auch direkt mal Besuche machen. Den ersten, den wir besuchen werden, ist Hashtag 228. Ist das ein V oder ein U? Ich glaube U. Q. U. 2-2, glaube ich zumindest. Nein, dann... Was soll das sonst sein? Z? Ach, scheiße, ey. Hashtag 2-2. Ich höre mich an wie so ein Hipster Minecraft YOLO Swag hier, was gerade so aggressiv ist. 8. U. Q. U. Was soll das sonst darstellen? Ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. Ist das nicht peinlich? Oh, sonst muss ich das rausschneiden, wie ich das suche. Ah, ich glaube, das ist ein C. C2. Es lädt. Es lädt. Okay, bei mir sieht auch eine 2 wie ein C aus. Das ist nicht gut. Den ersten, den ich besuchen werde, ist 95 Nikolas Fragezeichen XD. Wie er auf diesen Namen gekommen ist, weiß ich nicht. Oder wir werden als erstes Jode. Ja, wir besuchen als erstes Jode, weil ich ihn hier direkt gefunden habe. Das Screenshotten mir mal als What the Fuck Base. Man kann diese Base nicht beurteilen, da sie keine Mauern hat. Also was soll ich da sagen? Schöne What the Fuck Base. Das mehr kann ich dazu. Nein, nicht nach Hause! Nein! Ach, verdammt! Okay, jetzt müssen wir das alles wieder nochmal eingeben. Hashtag 22 8 U, Q, U, C, 2. Wer wollte hier noch besucht werden? Giacomo. Hä, hier gibt's einmal zweimal Jode. Ah, ich habe Jode 2 besucht. Ich muss Jode 95 besuchen, nicht Intelligenzbolzen. Ja, das sieht schon mal besser aus. Aber warum hast du... Wahrscheinlich ist es dein zweiter Account, aber... Wenn du... Jode, wenn du dieses Video sehen solltest. Wieso machst du sowas? Das ist doch... Hast du gejammt oder hast du das gespart ohne Mauern? Ich weiß es nicht. Also ich kann mir das schwer erst vorstellen. Cool, 88 Abos. 88, hi, Hitler. Hitler hat 6 Buchstaben. 6 geteilt durch 2 gleich 3. Wer Ecken hat ein Dreieck 3. Alter! Illuminati vorsuchen. Minati for the win. Ey, das war jetzt aber schon... Wie kommt man auf sowas? Ich weiß es nicht. Okay, was kann man zu dieser Base sagen? Ratslevel 10. Trophy Base. X-Bögen sind auf Level 4. Also das Maximum. Die Infernos auf 3. Sind die Einzel? Mehrere Ziele würde ich auch empfehlen, dass man die auf Multi stellt, da die da mehr, also die bringen da mehr. Luftabwehren auf 7, 7 und 8, du baust gerade eine aus. Bogenschützentürme auf 12. Was ich dir empfehlen würde, mal alle Mauern auf 8 zu machen. Aber sonst gefällt mir die Base eigentlich relativ gut. Nur, dass die Magiertürme nicht alle zwei Lager abdecken. Also das Optimale, wieso steht der Magerturm hier draußen? Ich weiß nicht. Irgendwie alle raus Level 10 haben so komische Basen. Basen. Besuchen wir mal die nächsten aus dem Clan. Auf jeden Fall, mir gefällt die Base. Aber so raus Level 10er kann ich nicht so gut bewerten, da ich noch nicht auf raus Level 10 bin. Yo! Giacomo, das werden wir jetzt besuchen. Ach, da ist Nicolas. Der Nicolon. Nicolas. Okay, meiner Meinung nach bist du viel zu früh hochgegangen. Sehr viel zu hoch. Aber 61 Abos mehr. Bist du auf YouTube oder was?
auf YouTube? Fragezeichen. Okay, die X-Bögen sind weit mittig, Inferno-Türme sind auch mittig. Magier-Türme decken jeweils zwei Lager ab. Okay. Trotzdem würde ich dir empfehlen, alle Mauern mindestens auf 7, zumindest die zu machen. Dann die Flächenschäden hoch, die Magier-Türme mindestens auf 6. Jo. Ah, der 61 Abos mehr, ey. Was machst du auf deinem Kanal? Du auf deinem Kanal? Fragezeichen. Ja, also, was gut ist, die Clanburg steht weit mittig. Das dunkle Lager hast du schon auf 5. Ich bin ja gerade am Upgraden. Kanonen alle auf 10. Ich würde dir empfehlen, die Bogenschützentürme auf 10 und die Kanonen erstmal auf 11 zu machen und dann alle Flächenschäden hoch. Die X-Bögen können erstmal auf 1 bleiben. Ja, sonst ist die Base von der Aufstellung ja einigermaßen okay. Die Luftabwehren stehen so im Viereck, das ist immer das Optimale. Das Giacomo. I'm a scared man! Nein. Giacomo. Wo bist du? Die Bossschaft. Nikolas. Dre, Gorki, Nico. Giacomo, Level 87, Silber 1. Ratz, Level 9, schätze ich mal. Ja. Was ich dir empfehlen würde, die Mauern erstmal auf 7. Dann alle Flächenschäden. Naja, die Flächenschäden sind alle auf 6. Du bist gerade hochgegangen, wie man sieht. Minecraft hat vor kurzem einen neuen Kanal gemacht. Mein Alter hat nur 60 Subs. Okay, seit wann bist du auf YouTube? Fragezeichen. Ja, also die Clanburg steht sehr weit mittig. Was immer das Optimale ist. Ja, du bist wahrscheinlich gerade erst hochgegangen und bist zerstört. Der Genius hier am Start. Der Barbarenkönig und die Bogenschützenkönigin sind sehr weit mittig. Das ist sehr gut. Das ist auch immer das Optimale, was ich empfehle. Und deine Base ist eigentlich so von der Ausstellung her relativ gut. Und, ja, du bist ja gerade hochgegangen. Da kann man noch nicht so viel sagen, also. Vielleicht werde ich dich irgendwann mal wieder besuchen, wenn du Bock drauf hättest. Vielleicht so in 4-5 Wochen, um zu gucken, wie weit du gekommen bist. Schreib's mir unter das Video, wenn du wieder besucht werden willst. K.A. zu lange. Ich bin seit 3 Monaten auf YouTube. Naja, was heißt hier ich? Wir sind ja 3 auf dem Kanal. Und ich sollte vielleicht den Game Sound ein bisschen leiser stellen. Ihr werdet den Game Sound nicht hören, sondern Musik im Hintergrund. Ach ja, und wie man hier auch sieht, ich bin richtig stolz darauf. Ich habe es geschafft, die Hexe auf 2 zu bringen. Denn damit ist sie ja schon auf Max. Und das ist richtig heavy. Ich wollte ja eigentlich den Golem auf 2 machen, aber ich habe mir gedacht, wenn ich schon mal über 75.000 Nuggets habe, kann ich auch direkt die Hexe hochbringen, denn das hat irgendwie mehr Sinn. Habe für Lego-Videos mal hochgeladen. Ja, da kenne ich auch einen. Lukas. Kenne ich auch einen. Also, falls ihr wissen wollt, wer Lukas ist, das ist der dritte Typ hier auf dem Kanal, der ganz selten Let's Plays rausbringt. Vielleicht mal irgendwann ein Weihnachtsspecial. Ich bin so ein Arschloch, ey. Ja, eigentlich ist er der Techniker, der so die Intros und Profilbilder und so macht. Ich finde das jetzige Profilbild nicht gut, aber der Hintergrund, das Titelbild ist gut. Ich würde auch sagen, ich werde jetzt mit der Angriffsstrategie BAM angreifen und werde die Gegnersuche wie immer überspringen. Bis gleich. Hier haben wir auch schon unseren Gegner. Ich habe jetzt eigentlich nicht so lange gesucht, aber ich habe auch nicht die Zeit, so lange zu suchen. Und ich habe jetzt leider nicht den Barbarenkönig dabei, weil ich gerade zu mir einen Rathaus gesnaggelt habe und der Dödelkopf einen Tesla da stehen hatte. Ja, ich hasse diese Typen, die immer so Teslas da rumstehen haben. Da kann ich nur sagen, Hipster Minecraft YOLO Swag Kiddies. Und er hat eine Clanburg und ich werde den Angriff so verscheißen, weil ich nicht mal versucht habe, die Riesenbomben rauszulocken. Naja, was heißt hier rauslocken? Auszulösen. Aber ist mir auch egal. Ist mir egal. Jetzt werden wir versuchen, hier die Lakis vorzuschicken. Au. Werden wir einfach so verteilen. Ich bin jetzt auch nicht so auf Loot aus. Denn den besten Loot kann ich nur empfehlen. Für Rates Level 9. Bis jetzt war bei mir immer Gold Liga 2 und abends Boost Farm. Das macht so viel Sinn. Da farmt man bestimmt immer über 3 Millionen, so in 2 Stunden. Das ist heavy, das ist echt heavy. Ich hatte sogar einmal über 5 Millionen. Also das war schon richtig pornös.
Die Angriffe haben wir. Oh, ich habe noch 3 Lakaien, aber das lohnt sich nicht. Wobei. Einfach losschicken. So, jetzt können wir beenden. Hat sich nicht gelohnt, aber egal. Ja, 101, also 101k Gold. Ja, es geht noch, es geht noch. Dafür, dass die Truppen relativ billig waren. Ich habe ja jetzt mein dunkles Lager in Ausbau geschickt auf Level 5. Da ich gestern Abend 80.000 hatte und ja, mein Lager voll war. Deswegen habe ich ins Ausbau geschickt und ich würde auch sagen, ich werde die heutige Folge beenden und falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr ruhig einen Daumen nach oben da lassen. Und falls ihr mehr von uns sehen wollt, könnt ihr auch ruhig ein Abo da lassen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.